Hallo und herzlich willkommen wieder bei South Africa Consulting. Michael Schellberg ist mein Name und heute machen wir eine kleine Tour durch die Berge und die Küstenstraßen Südafrikas. Die neue Supermoto-Strecke Richtung Outhorn, circa ja, 40 Meter breit. Auf dem Weg nach Swellendam fahren wir jetzt durch ein weiteres Kleingebirge. Auf dem Weg durchs Gebirge machen wir Rast in einem kleinen Coffeeshop. Und hier sage ich gleich mal herzlich willkommen, weil hier steht ein Schild, das heißt Ice Cold Beer. Und da ist mein wunderbares Sommershirt. Ja, und dann gucken wir doch mal rein. Hello, hello. Hallo. Wir sind jetzt hier bei den Fütterungen. Da hocken die fetten Karpfen und kriegen jetzt hier Häppchen. So, wir haben Berrydale passiert und fahren jetzt hoch auf den nächsten Pass. Wir sind jetzt am Treddo Pass in Richtung Swellendam. Wir sind in Hermanus angekommen. Hermanus ist berühmt für seine Wal-Sightseeings. Hello, my friend. Eating some lecker grass. Die riesigen Tiere liegen hier in der Küste, teilweise mit Jungen. Weiter geht's ans Kap der guten Hoffnung. Fahren weiter von Kleinmond an der Walroute entlang der Steilküste in Richtung False Bay. Vor uns die False Bay, eine der größten Buchten hier direkt in der Nähe von Cape Town. So, jetzt sind wir in Somerset West angekommen. Die Strände sind hier auch in der Hochsaison fast unbesucht. Wir kommen nach Muizenberg und fahren in Richtung Cape Town. Wir erreichen jetzt das kleine Örtchen Fischhöck in Kürze und sehen hier die wilden Wellen des stürmischen Windes Cape Towns. Muizenberg Beach und hier ein paar Server am Start. Ganz hinten Simonstown und das Kap der guten Hoffnung. Das kleine Städtchen St. James. Wir sind jetzt in der Boulders Beach. Das ist die Pinguin-Ansammlung. Schauen wir mal hin. Man kann hier gegen eine kleine Gebühr direkt mit den Pinguinen am Strand spazieren gehen. Wir fahren jetzt von Boulders Beach direkt weiter zum Kap der guten Hoffnung. Ja, noch wenige Kilometer zum Cape of Good Hope. Ja, ein paar Straußen am Kap der guten Hoffnung. Jetzt geht's hoch. Am Parkplatz der Seilbahn machen wir uns fertig für den Aufstieg. So, wer darf jetzt zuerst? Thank you.
So Freunde, herzliche Grüße vom Kap der Guten Hoffnung. Wir laufen jetzt den Fußweg noch bis zur Spitze an Kap der Guten Hoffnung. Die Baboons liegen gelangweilt an den Straßenrändern und warten auf die Touristen. So, Ursula und der Strauß, da ist nochmal einer. Grüß Gott. So Freunde, hier gibt es nichts zu essen, aber es gibt was zu schauen. Fresh Bamboos. Sehen hier, die Kleinen sind auch am Start. Hüppel die Hoppel. Hoppel die Hüppel. Wir kommen jetzt nach Kometje in Richtung Keta. Die Küstenstraßen sind kurz mautpflichtig, aber es lohnt sich wirklich. Ladies and gentlemen, we are here in a little control. Please stop here. And this is Trash. Trash. Yeah. Oh, nice name. And look at this stuff. What he got here for sale? No cold beer detected. Oh God. God. That is the German television. Say thank you so much. Have a nice day. From German. I'm German. Yes. Bye bye. Bye bye. Wir erreichen die Gordons Bay mit dem kleinen verträumten Örtchen Strand. Wir erreichen unser 4-Sterne-Hotel Sasson Comfort mit unseren zwei deutschen Freunden am Fuße des Tafelbergs. Oh, jetzt geht's gleich los. Cable Mountain. Jawohl. 65 Personen gehen rein in die Gondel. Fett und prall gefüllt mit dicken Touristen. Ja, wunderschönes Wetter, aber dennoch sehr heftiger Wind hier oben, generell in Cape Town durch die Zusammenführung von Atlantischem und Indischem Ozean, ist hier immer relativ frisch. Der Tafelberg ist das älteste und auch teilweise das höchste Gebirge hier an der Küste Südafrikas. So, wir fahren direkt in das Zentrum von Kapstadt nach Cape Town. Oh, da ist ein riesiger großer Markt. Sofort anhalten. Meine Damen und Herren, denn hier sind wir nicht zum Spaß.
Shoppingmärkte, bis der Arzt kommt. Ja, Cape Town rockt. Und die Mädels rocken auch. Yes. Direkt an die Waterfront von Kapstadt. Natürlich als erstes Mal dort absteigen. Cape Town, meine Freunde, liegt zu meinen Füßen. Leicht angetrunken. Für 2 Euro kann man hier eine wunderschöne Hafenrundfahrt machen. Mit den Billiganbietern, die ein gewisses Restrisiko bergen, aber trotzdem Spaß machen. So Jungs, wir haben hier leider ein kleines Problem im Motor, leider ausgefallen. Billigtours für 50 Rand durch den ganzen Hafen, hat halt seinen Preis. Warten wir mal, bis wir wegschlagen und dann schön nach Hause, 800 Meter. Ja, tschüss. Na, die Rettung, die Jungs schleppen uns jetzt ab. Wir sind leider in See geraten. Und das Ganze, wie gesagt, geht live über die Äther und ja, jetzt wird man abgeschleppt in den Hafen rein. Meine Damen und Herren, das ist keine Comedy, das ist live. SOS, Seenot in Cape Town. Das haben wir jetzt hier festgemacht, angeschleppt jetzt von der ECI. Jetzt geht's los. Kommt noch die Rettungshubschrauber, meine Damen und Herren, jetzt wird's ganz spannend. Evakuierung. Kurz vor dem Ufer. Spannender geht's nicht. Also, Motor läuft ja noch nicht. So, hier sehen wir unser Boot für die Saison 2015. Also, dieses Jahr wird alles besser. Thank you so much for towing us. Back safe in Cape Town, ladies and gentlemen. Wir sind in einem der unzähligen Geschäfte für regionale Kunst- und Holz- und Lederprodukte. Unwahrscheinlich, was hier angeboten wird. Wir nehmen noch einen wunderschönen Absacker in einem tollen, hochgelegenen Bar-Restaurant im Hafen. So, wir sind im Fischmarkt in Cape Town. Die Restaurants haben ein unwahrscheinliches Flair und Essen ist hier so breit gefächert wie nirgends in dieser Welt. Oh, look at this, look at this. Wer mit dem Euro hier isst und trinkt, bekommt für unwahrscheinlich wenig Geld unwahrscheinlich viel geboten. This is, I'm doing a video for Germany, you know. So that is amazing. This cooking here is so good and so delicious. Hey Josh, best food in town, best food in the world. Yeah, thank you very much. That baby, oh my goodness, look at this. Look at this. This is amazing. That is absolutely brilliant.
That is nice. Oh, wow. Ja, friedliche Atmosphäre. Wir machen uns langsam auf den Heimweg. Würde mich freuen, wenn wir einmal gemeinsam diese Tour machen könnten. Buchen Sie bei uns bei South Africa Consulting. Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub.